Weihnachtszeit, schönste Zeit. Vorweihnachtszeit. Tommy spürt schon wieder den leichten Hauch einer Unterstellung hier. Nicht von dir. Ja, wird dort schon wieder, ist wieder ein Paket, was jetzt längere Zeit irgendwie feststeckt tatsächlich. Krieg ja nicht mit, dann wird sofort ein Fall eröffnet bei eBay. Wo bleibt mein Paket? Könnte man noch so fragen über den Kontakt. Da hat ihm geschrieben, na mehr als was da steht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist einfach noch Transport zum Logistikzentrum. Das ist nun so lange dauert, das ist natürlich schwierig. Samstag. 15.03 Uhr, da wird er nicht mehr da gewesen sein. Sprich, der wird das am Montag abgeholt haben. Montagnachmittag. Das hat er am Samstag, aber kam der, war der Hermes schon durch, 100 Pro. Ich glaube, Samstag komme ich nicht mehr. Ja, dann holen sie montags ab. Montags und nachmittags und da passiert nichts mehr. Dann lädt er nur das Auto voll. Und das ist Dienstag. Ist es nicht? Wird es transportiert dahin? Und dann bekommst du einen Stempel, Mittwoch. Also hätte das eigentlich schon sein müssen. Ja. Naja, wir fragen mal nach bei Hermes, was das damit auf sich hat. 0, 1, 8, 0, 6, 3, 11, 2, 11. 6, 3, 11, 2, 11. Herr Gozakra. Wie ist das laut? Herzlich willkommen bei Hermes, Ihrem Paketdienstleister. Dieser Anruf kostet 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, beziehungsweise maximal 60 Cent pro Anruf aus dem Mobilfunknetz. Na, das ist ja okay. Anrufkosten aus dem Ausland können abweichen. Bitte halten Sie für Auskünfte zu einer Sendung Ihre Sendungsnummer oder die Nummer auf Ihrer Benachrichtigungskarte bereit. Haltig! Bitte antworten Sie im Folgenden einfach mit Ja oder Nein. Okay. Diese Ansage war für Sie kostenfrei. Danke. Erwarten Sie eine Sendung? Nein. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ich verbinde Sie mit unserem nächsten freien Mitarbeiter. Was lachst du oder so? Meine Tochter lacht sich. Die voraussichtliche Wartezeit beträgt 3 Minuten. 3 Minuten? Meine Mama braucht noch 10 Minuten. Dann können wir das Sahne besitzen. Fantastisch, Sahne besitzt jetzt auch gleich. Ja, schönen guten Tag, Müller, mein Name. Und zwar rufe ich an, weil ein Paket seit längerem scheint irgendwo festzustecken. Sagen Sie die Nummer bitte mal. Das ist die 00764487 90. Und dann kommt das interessante 20818. So ist schon besser. Genau. Genau. Das hängt in Berlin fest. Ja, ja, genau. Das sehe ich ja auch. Und er meinte, er hat die Postleitzahl eingegeben und das wäre nicht seine. Ich weiß ja, dass es daran liegt, dass es... Da liegt technischer Fehler bei uns. Alles gut. Wie bitte? Da liegt technischer Fehler bei uns vor. Was heißt das? Mit der Postleitzahl. Ach so. Eingeben, wenn Sie wollen, es hängt überall Nein an. Ah, okay. Also mir war das mal so erklärt worden, dass das erst im Verteilzentrum die endgültige Postleitzahl bekommt. Also, ne? Ja, da müssen wir eine Sendungsrecherche machen, eindeutig. Müssen wir, ja? Ja, müssen wir, ist mir zu lange. Ja. Bevor das mehr verloren geht und so, und dann haben sie wenigstens eine Hand, wie den stressigen Empfänger. Ja. Das wäre mir lieber. Ja, dann wäre mir das natürlich lieb, ne? Da brauchen wir aber gleich ein paar Daten von Ihnen. Was brauchen Sie? So, soll ich mich an? Erstmal Ihren Nachnamen. Müller. Müller. Das ist ja, genau. Herr Müller, Sie sind ein Müller. Ich bin ein echter Müller. Thomas. Ja. Thomas mit TH. Genau. E-Postleitzahl. 12047. 12047, genau. In Berlin. In Berlin. Straße. Bürknerstraße. B-Ü-R-K-N-E-R. Straße. Ich kenne die Straße, alles gut. Ich habe die Straße auch in Berlin über ein paar Jahre. Ach, na wunderbar. 23.
Oh, meine Kinder sind so laut hier. 23. Wie ist die Adresse von Ihnen, Herr Müller? IDMDE. IDM. IDM. Wie Müller. Ja. DE. WE. Nee, DE. Dora Emil. Ja. 1 als Zahl. @arcor.de. Ja, ist eine alte Adresse. Also, ich buchstabiere nochmal. Ja. IDMDE1@arcor.de. Ja, fantastisch. Super. Genau. Ich speichere einfach so ein. Genau. Müsste vielleicht sogar schon hinterlegt sein. Aber ab und zu ist ja mal was. Ich guck gerade hier. Und immer zur Weihnachtszeit eigentlich auch. Thomas Müller. Naja, es gibt ja ein paar Meldungen. Ist ja royal. Muss ein bisschen stöbern hier. Ja, das ist kein Problem. Ich kann jetzt eine Minute mal dauern. Da habe ich sie. 12.047. Genau. Nein, da habe ich sie. Ich hoffe, ich schon wieder für dich tausend. Ne? So, dann haben wir soweit die Scherze. Ja. So, dann habe ich das einmal übergeben. Dann habe ich eine. Ja. So, die E-Mails stehen. Ja. So, da steht auch drin, wie lange der Ablauf ist. Kommen, was wir machen und. Ja. Können Sie auch einmal den Empfänger schicken? Ja, den Weg machen. So, dann werde ich einmal das an die Fahrradteilung übergeben und dann geht das seinen Gang. Okay, und was heißt das? Wird sowas eigentlich wiedergefunden oder? Ja, zu 90% immer ja. Ach, zu 90% ja, na, das ist gut. Das hört sich gut an. Ja, tut mir leid. Ja. Ich hab's aufgenommen, hab's übergeben, Herr Müller. Mehr kann ich leider auch für Sie nicht machen. Und das kann jetzt nicht sein, dass das einfach morgen alles schon. Nein. Das dauert. Die haben eine Bearbeitungszeit von einer Woche. Na, nee, das meine ich nicht, sondern grundsätzlich, dass das einfach tatsächlich irgendwo. Das liegt irgendwo in der Ecke. Das liegt irgendwo in der Ecke, ja, okay. Genau. Ihr habt es angeschlossen, da geht's dann Gang. Ja, Herr Müller? Alles klar, ich danke, ja? Ich danke auch, tschüss. Tschüss. Tja, da hört, das liegt irgendwo in der Ecke. Das ist ja fantastisch. Und da liegt ein technischer Defekt, ein technischer Fehler vor. Und deswegen stimmen die Postleitzahlen immer nicht. So, wenn ich das dem guten Mann jetzt so schreibe, glaubt er mir das eh wieder nicht, weil Betrug. Das ist natürlich schade, dass es so ist. Aber ich habe ja hier ein Video. Und jetzt ist das Schöne an diesem Video. Ich kann das Video jetzt nehmen, zurechtschneiden, sozusagen. Also jetzt hier rausschneiden, hier den guten Herrn. Den werde ich natürlich seinen Namen, falls man den hört, rausschneiden und das war's. Und dann lade ich das Video hoch. Die haben einen technischen Fehler, deswegen werden die Postleitzahlen irgendwie, steht immer nein. Oh, falsch. Ah, okay. Das hat der mir gesagt und das Paket liegt, das dauert ihm hoch zu lange, das liegt irgendwo in der Ecke. Also das wird aber zu 90% wird soweit wieder gefunden. Das gucken sie danach. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, ich werde da mal ein Video online stellen. Jetzt gleich und dann, schicke ich ihm den Link über YouTube, kann er gucken. Dafür ist es gut, dafür ist so eine Kamera gut. Ja. Also lieber Mann, guter Mann, wie auch immer. Ich habe das auch schon gedacht, wenn du ihm das jetzt schreibst, glaubt er eh nicht. Ja, eben, das ist ja, das loben die ja nicht. Wenn ich meine andersrum gesehen, würde man das ja ohne loben. Oder so, der erzählt, irgendeine Sendungsnummer, die nicht stimmt und so. Willst du ja nicht, kannst ja nicht nachkontrollieren. Das ist ja auch das Problem, dass man das hier nicht eingeben kann. Wir müssen uns mal einen Drucker anschaffen. Also das heißt, es liegt in Vogelsdorf irgendwo in der Ecke. Genau, weil da ist es noch nicht reingekommen. Es ist ja in Vogelsdorf nicht angekommen. Nee, Vogelsdorf? Ja, dort haben sie es nicht weiter gescannt, also liegt es noch irgendwo wahrscheinlich. Na, heb ihn wieder auf. Wurde im Hermes-Verteilzentrum Berlin-Vogelsdorf sortiert. Ja. Also es ist in Vogelsdorf schon sortiert und liegt da irgendwo in der Ecke, ist einfach nicht weitergekommen. Oh, das heißt, steht. So unfähige Kinder. Warum haben die so unfähige Mitarbeiter? Ja, das ist unglaublich. Also, da konnte die doch helfen. Guter Mann? Nee, na, er war gut, aber der war ja bestimmt 100% nicht von Hermes. Aber das ist keine Hausaufgabe. Er war also 100% auch nicht von Hermes, sondern wieder nur so eine, ne? So was wie Tina, genau, so eine Beratungsgesellschaft oder. Tina macht die Bahn. Tina macht die Bahn, naja, siehst du? Und hat auch keine Ahnung vom Zugplan. Gut, also guter Mann, das ist keine Absicht und so, dein Paket ist auf dem Weg. Ich habe diese KPM-Figur verschickt, definitiv. Also wie gesagt, da liegt uns auch viel dran, dass sowas. Und ich habe noch meine Frau gedrängelt, die sagt, schick das raus. Hätte ich sie vielleicht nicht so gedrängelt und wäre am nächsten Tag rausgegangen, wäre sie angekommen. Wer ist? Schuld bin wieder Icke, dann am Ende doch? Oder wer auch immer. Du
da in Vogelsdorf geschlafen hat. Und hast du gehört, technischer Defekt. Also, mach dir mal keine Sorgen, es ist nicht verloren. Und wenn es verloren geht, dann kostet die natürlich 500 Euro. Ist ja auch klar. Die Figur. Ich glaube, das machen die nicht, oder? Ich glaube. Den Ebay-Preis. Naja, die wollen den Ebay-Preis sehen, natürlich. Papa. Dann müssen sie das aber bezahlen. Also, dann tut es mir leid natürlich für die Figur. Schon mal, ne? Dann haben die das erstattet. Die haben nicht erstattet, da haben wir ein Zifferblatt weg. 100 Euro. Das war nicht so viel. 100 Euro. War das 100 Euro? 100 Euro. Haben sie einfach bezahlt. Ja. Naja, ist doch scheiße. Hi. 100 Euro für ein Zifferblatt. So was kann passieren, so was sollte nicht passieren. Tut mir dann echt leid um die Figur, die dann wahrscheinlich irgendwo in der Sortiermaschine geschreddert wurde oder irgend so ein Scheiß. Oder aber da können wir nichts für. Also wir haben es rausgeschickt, ja. Und tut uns natürlich leid, weil du willst ja die Figur haben. Und aber so ist das halt. Und das ist wieder das wahre Leben und das war wieder vom Tommy. Machen wir gleich einen Vlog draus. Ist ja so, ist das ja. Wie auch immer. Ja, also, nicht für ungut. Bis zum nächsten Mal.